kann ich jetzt wieder ein Video machen. Dadurch geht es jetzt weiter mit dem 15. Teil des Minecraft Diamant Let's Plays, also Diamant das erste. Also je nachdem, auf was ich Lust habe, werde ich dann Let's Plays machen. Bestimmte. Das normale Let's Play ist bestimmt nach Anzahl Abonnenten. Das hängt an der Anzahl Abonnenten ab, wie viele Abonnenten ich habe. Und dann werde ich weitere Let's Play Teile machen. Denn da heißt es ja pro Abonnent ein Teil. Aber hier bei dem werde ich einfach ein Video machen. Hier habe ich den Akazien hingesetzt. Oh, diese Akazie ist gewachsen. Oh, direkt am Brot abzubrennen. Jetzt ist die Welt schon mal so gut wie generiert. Was konnte ich gerade machen? Ach, 5 Diamanten habe ich noch. Hast du noch mehr Diamanten? Nein. Ah, ich könnte vielleicht nochmal. Was ist das denn? Sachen, die man eben braucht. Jede Menge. Hier ist sogar Holz drin, ne? Holz nehmen wir natürlich mit. Da geht es hier ins Nether rein. Aber ich habe hier relativ schön gestaltet. Beziehungsweise das Programm gerade ein bisschen anders. Ich sehe gerne, wie ich aufnehme. Hier ist das Nether-Portal. Da hatte ich ja letzten Part nicht viel angetroffen. Ich habe 4 Brote, ne? Hier brauche ich ja noch ein Goldbarren. Dementsprechend könnte ich ja theoretisch hier raus in den Nether gehen. Und da Zombie-Pigments jagen. Damit ich noch den restlichen Goldbarren bekomme. Und die Diamantenfarm ist erstmal, braucht man gar nicht. Weil ich ja sowieso so viel Diamant habe. Und jetzt gehe ich in den Nether. Das ist manchmal immer so ein Lecken, wenn man reingeht. Schwierigkeitsgrad ist auch normal. Das ist eigentlich schon seit Beginn des Let's Plays so. Nether-Quarz-Erb. Ich kann einfach mit der Hand abbauen. Nein, mit der Hand nicht, aber mit dem. Wozu man das immer auch brauchen wird. Inventar ist ja relativ leer. Ah, verletzt mich direkt nur. Also das hier ist ja. Ein Durchgang in den Nether. Ich habe einen Gast. Ein Gast ist hier. Wo ist das denn? Nichts in Sicht hier. So, dann gefährlich runter. Wie komme ich da am besten runter? Frage U. Mit dem Durchgang nach unten. Draußen fängt es gerade an zu regnen. Das ist die Nether-Quarz-Erz am Brennen. Aber das mit dem Zombie-Pigment ist natürlich schon eine riskante Sache hier, was ich da haben wollte. Greifen mich alle an. Jetzt habe ich ein Goldnugget bekommen. Auch 9, um einen Goldbarren herzustellen. Ja, ich will das Steinschwender weg haben. Jetzt habe ich eine Durability von 8, aber der Welt geht nicht runter. Das ist ganz irgendwie anders, man. Das Schwert verschwenden. Da sind Pilze. Oh.
Magma Schleim. Und das Geräusch hier, oh. Da ist ein Magma Schleim. Ein Magma Cube. Muss irgendwie rauskommen. Hochhopsen hier. Ein Magma-Schleim. Das sind mittelgroße Schleime. Das sind Kleindinger. Das ist mein Schwert auch aufgebraucht, mein Stein. Die kleinen Magma-Schleime, die geben auch klein wenig Schaden. Haben die irgendwie was gedroppt? Da, ein Magma-Creme haben die nicht hergegeben. Immer noch dieser Gast am Hören. Man hat immer noch einen Gast hier, aber wo ist er denn? Kein Gast in Sicht hier. Zwei Goldnuggets, dann muss ich noch... Sieben brauche ich noch, Mann. Ah, es leckt ordentlich. Ich brauche noch sieben... Sieben Stück, um erstmal... damit ich einen weiteren Goldbarren herstellen kann. Ah, Lava. Ich bin auf Lava gestoßen. Mal gucken, wo das ist nochmal. Boah, mein Nagen knurrt gerade. Irgendwie ein Zombie. Jetzt greifen die mich auch an. Drei, das fehlen noch sieben. Nein, sechs fehlen noch. Wieder auch aus wie ein Verletzten. Fünf, da fehlen noch vier. Goldnagel droppen die jetzt 6, ne? Reicht noch immer nicht aus. Ich muss noch mehr haben. Ich meine, ich bin auf so einer Distanz an. Da braucht wieder nichts. Ungefähr 2 an. Noch einer. Sollte noch irgendwelche mal das Goldbahn droppen.
Oh, jetzt sind so viele auf einmal. So viele Zombie-Picken halt hier. Neun. Jetzt habe ich neun, aber jetzt kommen die schon wieder. Und ich schnell nach Haus. Soll ich schon wieder welche angreifen? Na, wo gehe ich jetzt denn hoch? Hier geht's hoch. Na, ich hätte auch relativ schnell die Leben alle weg. Weil wir beinahe schon gestorben einmal. So, jetzt kommt nur die, die aber keine urheberrechtlichen Sachen mehr haben, deswegen sieht erstmal aus. Jetzt muss ich auch dringend nach zurück. Aber meine Nahrung ist aufgegangen und jetzt muss ich. Da ist schon mal ein Nieterportal. Wieder in die Oberwelt gehen. Da habe ich nämlich 9 Goldnuggets mit hier. Das war auch ganz schön aufwendig für einen Goldbahn, das hier alles zu holen. Jetzt kommen wir auch Nether in die Normalwelt. Und jetzt habe ich etwa, oder sogar 13, oh. 13 habe ich. Oh, ich hatte anscheinend noch einen Goldbahn erhalten. Wo habe ich denn das restliche Gold? Weil ich habe nicht das Gold als Verwendungszweck da angegeben. Na, wo habe ich das denn reingepackt, das Gold? Da. 13 Goldbahn. Ich hätte auch einmal einen Goldbahn gedroppt. Redstone habe ich gerade nichts. Redstone brauche ich natürlich auch dafür. Und hier ist jetzt Redstone drin. Glowstone habe ich keins, aber das brauche ich nicht. Wow, ich habe auch 2 Goldschwerter erhalten hier. 2 Goldschwerter. Netherstein. Wo kann der denn rein? Hier. Aber die Steintruhe ist sowieso gleich voll. Oder bald voll. Aber jetzt muss ich auch wieder abernten. Wenn meine Nahrung wieder ausgeht. Und ich mache mal zur Einfachheit einfach mal alles jetzt hier. Ja, schon jetzt die Hälfte ausgewachsen ist. Das dürften so 80 Gramm werden. Ich einmal komplettes abernten. 64, 26, das sind mehr als 80. Das kann ich jetzt vielleicht auch komplett beackern. Das erste wächst schon wieder. Und 26, das sind ja nur. Da habe ich noch was aufgenommen. Jetzt kann ich also hier von neuem wachsen. 12 sieht zu viel.
55 Weizen immerhin. Durch einmal so über abgrasen hier. Aber wenn jemand mein Party hier zum ersten Mal sieht, dann wird sich immer erstmal fragen, warum heißt der Let's Play Part überhaupt Diamant? Ich habe eine ganz einfache Antwort, weil ich einfach die maximalen Diamantvorkommen habe. Hier sieht man Diamant, ich hätte einfach die Diamantvorkommen auf maximal. Also was mit maximal verstehe ich, die Vorkommen, also maximal Vorkommen, die Häufigkeit auf 40 und dann auch die Adergröße auf 40 oder 50, was man da das höchste, was man einstellen kann. Noch verwetzt und fackeln. Und jetzt brauche ich erstmal noch ein paar Sticks für die Powered Whales. Die brauchen so 12 Goldbahnen. Aber da hat sogar ein Pigman hatte ja auch einmal ein habe ich hier noch ein paar Fackeln drin. Nein, da ist keine Fackeln drin, aber ich habe die bestimmt hier drin. Ja, da sind noch zwei weitere. Jetzt muss ich die Booster-Schienen so verteilen, dass sie sinnvoll sind. Das soll nämlich immer, dass man schneller zur Mine hin und wieder zurück kann. Vor allem, was nach oben kommt, das ist ja immer schwieriger als nach unten. Jetzt hatte ich ja das Gold endlich zusammen. Jetzt dann habe ich ja noch mehr, also kann ich ja noch ein paar mehr Fackeln herstellen. Hier ist überall Cobblestone, weil hier eine Höhle war. Wie viele Schienen brauche ich denn noch? Zwei. Und eine Redstone-Fackel sowieso noch. Eine Redstone-Fackel und dann noch ein Knopf. Einen Knopf nur nochmal hinstellen. Ich habe natürlich jetzt keine Lore mit. Aber mit einer Lore kommt man jetzt hier gut hoch. Ich könnte eigentlich noch als Zusatz hier noch eine zweite Power hinpacken. Weil ich jetzt gerade auch ein paar mehr habe als, also ein paar mehr Power 2 zu viel. Kann ich die auch irgendwie über die Fläche her verteilen und dann direkt mal ins Testen gehen. Hier. Und hier sind auch zum Beispiel hier viele Diamanten. Die Diamanten sind sogar viel häufiger, ich schätze mal 10 bis 20 mal häufiger als Kohle hier in der Welt. Das ist nämlich schon eine satte Hausnummer. Hier ist auch ein bisschen Akazienholz reingekommen. Sag die mal im Moment nicht drauf. Was ist denn das hier? Ich hab doch mal eine Lore gemacht hier, aber die ist nämlich nicht drin. Die war sonst hier drin. Habe ich über Eisen, wertvolles. Ja, hier habe ich Eisen. 5 brauche ich dafür. Direkt hier ein Akazienbaum gerade vorm Augen. Der eine Baum ist bestimmt abgefackelt. Jetzt habe ich da die Lore genommen. Jetzt teste ich einfach mal das hier aus. Hier fährt man los. Und dann kommt man auch schneller nach unten, als wenn man das laufen würde. Zack, und ist hier unten. Nach oben dauert es länger. So, dann kommt man gar nicht hoch. So, mit ein bisschen Anschubsen kommt man hoch. Mit ein bisschen Anschubsen kommt man doch nach oben. Und dann kommt man hier relativ langsam an. Das ist ein bisschen zu langsam. Da muss man noch ein bisschen Verbesserung machen. Ich glaube,
Was kann ich im nächsten Part machen? Oder vielleicht noch in diesem Part erledigen? In diesem Part werde ich noch vielleicht kurz nochmal hier die Zuckerrohrfarm abgrasen. Zack, und das Schaf sollte nicht leiden. Nicht alles wieder gewachsen. Jetzt also neu aufsetzen, dann dauert es dann nicht mehr ganz so lange. Bestimmt ist hier auch was reingefallen. Nein, da ist nichts drin und hier auch nichts. Das ist ja alles abgegrabenes Gebiet hier. Hier sind auch noch ein paar Steinchen. Aber ich glaube, ich müsste sonst Kuhzucht betreiben, damit ich dann ausreichend Leder kommen, viele Bücher und Bücherregale. Und dann kann ich natürlich ein Verzauberungslevel. Man sieht ja unten eine 46. Da habe ich ein relativ gutes Polster. Aber ich werde erstmal damit sagen, den Part beenden. Dann würde ich sagen, hat euch gefallen, dann zeigt es mir mit Like, teilen, abonnieren und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann sogar abonnieren.